Okay, also schauen wir uns Beispiel 7 an, wo man eine Kostenfunktion gegeben hat und die Nachfrage oder Preisfunktion soll mit Hilfe linearer Regression berechnet werden und da haben wir eben Daten angegeben. Ich fange mit dem an. Wir werden uns diese Daten einmal aufzeichnen und einzeichnen. Da ist kein direkter Zusammenhang irgendwie gegeben, sondern einfach nur Daten, die aus irgendeiner Marktanalyse zum Beispiel kommen sind. Und das würde ich euch empfehlen, schreibt es gleich in ein Tabellenblatt rein. Ansicht Tabelle. Und da werden wir uns die einzelnen Daten reinschreiben. Wir haben als X-Wert, wenn ich 18 Stück verkaufe, ist der Preis 25 oder umgekehrt. Wenn ich einen Preis habe von 25, ist die Nachfrage 18 und so weiter und so fort. Bitte das Komma bitte mit Punkt nicht vergessen. Deswegen, je mehr Stück, desto niedriger der Preis. Aber es wird sicherlich kein linearer Zusammenhang sein. Deswegen auch bei 38 Stück ist der Preis 0. Das nennt man Sättigungsmenge. Mehr als 38 Stück Einheiten können nicht verkauft werden. Selbst wenn der Preis 0 ist, es mag keiner mehr. So ungefähr. Und jetzt auch wieder vom Technischen her, wir brauchen dazu eine lineare Trendgerade oder einen linearen Trend, eine lineare Regression. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, nachdem man mit der Trendlinie dann weiterarbeiten möchte, mache ich es gleich im Hauptfenster von GeoGebra, sonst müsste man da eine Analyse zweier Variablen durchführen. Aber wir machen das so, wir dann uns die zeichnen als Punkte, also einfach markieren, dann Rechtsklick drauf und erzeuge Liste von Punkten. Damit wir sehen, wie hängen denn die einzelnen Preis-Nachfrage-Dinge zusammen. Schauen wir, dass wir die uns da anzeigen lassen. Und dann sehen wir, aha, das schaut eigentlich ziemlich gut nach einem linearen Trend aus. Die Frage ist jetzt, welche Gerade passt da durch, ja? Welche Gerade ist da ideal und das ist nichts anderes als eine Regressionsgerade und da gibt es verschiedenste Varianten. Die einfachste, nachdem es eine Trendlinie ist, ich kann da sofort mit der Regressionsgerade das arbeiten. Ich möchte euch aber eine andere Variante auch sagen, weil es ja mehrere Möglichkeiten gibt, wie man Trends bestimmen kann. Es muss ja nicht nur immer ein linearer Trend sein, es kann ja auch ein möglicher Trend sein. Und da nur der Hinweis auf, es gibt Trends mit exponentiellen Trend, es gibt logistischen Trend, Polynom-Trend, das heißt Polynomfunktion zweiten Grades, dritten Grades und so weiter. Das ist das, was in Excel auch vorkommt als Trendlinie, wo man dann das einstellen kann. Und ich nehme da jetzt einfach das Trendlinie-Liste von Punkten, da kriege ich den linearen Trend und die Liste von Punkten, wo sind meine Punkte drinnen? Ja, in der Liste 1, also kann ich ganz schnell da einfach Liste 1 hinschreiben. Das ist ja diese grüne Liste, wo die Punkte A, B, C, D, E, F, G oder drinnen stehen. Die Punkte sind erzeugt worden, indem ich es einfach markiert habe, Rechtsklick und da erzeugen, Liste von Punkten erzeugen. Dann kriege ich so einen linearen Trend heraus, der eigentlich fast perfekt oder nahezu perfekt diese Punkte beschreibt. Ich glaube sogar, dass es absolut perfekt beschreibt. Nur mal zur Erinnerung, diese Trendlinie, ein Maß der Güte, wie gut das beschreibt, ist eben der Regressions, ist der Korrelationskoeffizient.
Und der wird in dem Fall fast bei 1 sein oder ziemlich genau 1 sein, weil alle Punkte auf der Geraden drauf liegen. Das ist nicht immer der Fall. Trendlinien sind ja dazu da, dass ich Zusammenhänge irgendwie analysiere. Nur einmal, wenn ich einen quadratischen Trend durchmachen legen möchte, dann brauche ich einen anderen Trend. Da brauche ich nicht eine Trendlinie, sondern zum Beispiel einen Trendpoly, ein Polynom, also ein Quadrat mit ax hoch 2 plus bx plus c, oder ein Polynom dritten Grades wäre dann mit Grad 3. Ich mache es jetzt noch, braucht es nicht mitmachen. Zum Beispiel, wenn ich da einen quadratischen Trend durchlegen möchte, dann gebe ich Liste 1 und Grad 2. Und speziell jetzt sieht man es, dass das wirklich ein perfekter linearer Zusammenhang ist. Es gibt keinen besseren mehr. Selbst wenn ich eine Polynomfunktion zweiten Grades anlege, es wird trotzdem nur eine lineare Funktion sein. Gut. Durch diesen Trend, durch diese Trendlinie habe ich einen Zusammenhang zwischen Nachfrage oder Stückzahl und Preis. Und diese Gerade, die da steht, minus 1,25x plus 47,5, gibt mir jetzt meine Preisfunktion an. Ihr könnt es gern nur als p von x neu definieren. Oder einfach mit dem hier weiterrechnen. Ich schreibe es jetzt nochmal bewusst her, damit man mit dem dann genauso weiterrechnen können, wie wir es bisher gemacht haben. P von x ist dieses minus 1,25x plus 47,5. Das heißt, wenn ich ein Stück mehr am Markt bringe, schrumpft der Preis um 1,25, könnte man sagen. Und der Höchstpreis ist bei 47,5. Sättigungsmenge haben wir schon besprochen, ist bei 38. Und jetzt haben wir nur dazu eine Kostenfunktion. Jetzt geht es relativ schnell. Braucht man nur mehr die gleichen Schritte wie bisher, die wir bisher immer gemacht haben. Die Kostenfunktion in dem Fall eine quadratische Funktion. K von x ist 0,5x² plus 11,5x plus 45. Schaut so aus. Wenn wir die Gewinnzone und den maximalen Gewinn berechnen sollen, braucht man eigentlich nichts anderes als wieder die Gewinnfunktion, geht wieder Erlös, weniger Kosten. Also schauen wir uns zuerst den Erlös an. Das mache ich jetzt ein bisschen rascher, weil es immer die gleichen Schritte sind. Erlös ist x weniger p von x. Stück mal Preis. Wir sehen wieder Kostenfunktion. Ich mache es rot. Erlösfunktion in blau. Die beiden schneiden sich und schneiden dann sie im Break-Even-Point und in der Gewinngrenze. Oder wenn wir gleich den Gewinn angeben, als Funktion wieder das gleiche wie vorhin. Das g von x ist Erlös von x weniger Kostenfunktion. Kriege ich sofort die Gewinnfunktion heraus. Die Gewinnfunktion als Erlös weniger Kosten. Mache es auch wieder hier mit grün, meine drei Standardfarben. Und aus der Gewinnfunktion sollen wir jetzt noch den Gewinnbereich berechnen. Die Gewinnzone, Gewinnbereich. Und den maximalen Gewinn, also genau den Bereich, wo ich Gewinn mache, ist eben hier. Da haben wir uns die Nullstellen da dazu ausrechnet oder anklicken. Das ist nichts anderes als die Schnittpunkte von Gewinn und X-Achse. Oder man könnte auch angeben die Nullstellen vom Polynom g von x. Ja, genau, sofort diese Schnittpunkte heraus. Bei mir ist es jetzt h und i da. Du kannst es klicken oder schneiden, ist egal. Ich sehe, dass bei 1,34 das erste Mal der Gewinn 0 ist und dann bei 19,23 der Gewinn auch 0 ist.
Das heißt, wenn wir dann das Antwortschreiben zwischen 1,34 und 19,23 ist die Gewinnzone, der Gewinnbereich. Da macht man Gewinn am Positiven. Vorher sind wir negativ, nachher sind wir negativ. Und das Maximum bestimme ich auch wieder entweder als Maximum oder als Extremum. Funktion vom Gewinn, ja, irgendwo in der Gewinnzone ist das drin, also von mir aus zwischen 0 und 20. Habe das Maximum des Gewinns berechnet. Passiert an der Stelle 10,29 und die dazugehörigen Daten, was wir auch noch schnell einblenden, geben wir dann für die Lösung die notwendigen Werte an. Genau das machen wir jetzt noch, dass wir es kurz dokumentieren. Die Fragestellung war eben berechnete Gewinnzone, Gewinnzone oder Gewinnbereich. Liegt zwischen Break-Even-Point und Gewinngrenze, also 1,34 Mengeneinheiten und 19,23 Mengeneinheiten. Und der maximale Gewinn von 140,14 Geldeinheiten wird bei einer Produktion und natürlich auch Verkauf von 10,29 Mengeneinheiten erreicht.